Mit Coopers neuer Fähigkeit, der Multirempler, können wir hier viel besser diese Kämpfe durchstehen. Bei Paper Mario. Auf Nintendo 64. Außerdem hat er nicht nur diese coole Fähigkeit jetzt drauf, sondern macht jetzt auch noch 3 Schaden. Was auch noch ziemlich geil ist. Und ja, wir sind in der Wüste, Kapitel 2. Und versuchen immer noch herauszufinden, wo es weitergeht. Wir schauen uns hier in diesem Labyrinth um. Und früher oder später werde ich schon noch herausfinden. Vertraut mir, ich werde es herausfinden. Ja? Ja. Es hat bestimmt was mit diesem Türsteher zu tun. Der will ja Items haben. Ich kann mir vorstellen, dass der einen reinlässt und dann drin geht's weiter. Aber ich weiß halt, wie gesagt, einfach nicht, was ich ihm geben soll. Bevor ich jetzt meine ganzen Items auch verschwende. Oder ihm jetzt irgendwelche Items kaufe und die er am Ende nicht will. Das ist vielleicht lieber. Ich weiß es nicht. So. Aber wir haben erstmal gekillt. Und weiter nach links geht's nicht. Ich glaube, wir sind wirklich jetzt einfach durch. Und haben jetzt uns jeden einzelnen Bereich hier angeschaut. Tatsache. Wir haben uns hier alles angeschaut jetzt. Ich weiß nicht, sagt er jetzt irgendwas Neues? Na, Alter. Steckt noch immer bis zur Hals in der Suche nach diesem blöden Ruin. Aber wenigstens haben wir jetzt einen Hinweis. Laut dem Bewohner des staubtrockenen Vorpostens soll es irgendwo in der Stadt einen Informanten namens Sheik geben. So wie es scheint, hat er hervorragende Kenntnisse über die gesamte Wüste. Aber leider ist er nur sehr schwer zu finden. Ja, das wissen wir ja schon. Ist einfach nur der letzte Tipp. Ja, geht zur Stadt. In der Stadt, in dem Dorf. Da gibt's einen Dude, den du ansprechen musst. Ja, okay. Aber wie komme ich zu dem und wer ist es? Ich habe ja 2 Vermutungen. Nummer 1 ist der eine Toad, der nicht mit einem reden möchte. Der jetzt vor einem abhaut. Obwohl wir es da schon so oft versucht haben, es passiert einfach nichts. Also keine Ahnung, ob es wirklich ist. Und meine zweite Vermutung ist, wie gesagt, der Türsteher. Der ist jetzt so suspekt für mich. Der muss irgendwas bedeuten. Ja. Deshalb hauen wir schnell wieder ab. Dorthin. Geht ja schnell, ne? So, wo war es? War im zweiten Bildschirm, der Typ. Da wir Items haben. Wir haben ein volles Inventar mit sehr vielen Items. 10 stellt das her. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Laden und kaufen ein paar Trockenpilze ein. Weil die sind sehr billig. Und vielleicht mag der die ja. Ne? So, packen wir erstmal den Ahorn-Dior weg. Mhm. Das ist direkt noch etwas. Aber den Platz, den können wir gebrauchen. Ich habe die Stoppuhr mitgenommen. Warum habe ich das gemacht? Naja, egal. Honigsirup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man kann 10 Items tragen. Okay, verstehe. Ja, die Dörrobst. Das Dörrobst. Egal, packen wir das weg. Okay. Nein, passt. Gib mir mal 2 Trockenpilze. Vielleicht mag er die ja. Vielleicht denkt er sich, boah, cool, schön, dass du mir die kaufst und schenkst. Wir probieren es einfach mal. Was anderes fällt mir sowieso nicht ein. Und wenn das nicht klappt, dann guck ich einfach online nach, was der zu essen haben will oder generell welche Items der gerne haben möchte. Hier, der Typ. Etwas geben. Die Trockenpilze. Bitteschön. Du gabst mir viele Dinge. Sehr netter Kerl. Sehr nett. Mein Name ist Sheik. Aha. Ich handle mit Informationen. Dinge, die andere nicht wissen. So, netter Kerl. Was möchtest du wissen? Oh, man muss einfach nur genug Items geben. Perfekt. Eigentlich nichts. Staubtrockene Wüste. Die staubtrockene Wüste ist ein endloses Meer aus goldenem Sand. Viele Geheimnisse verbirgt dieses Meer. Noch mehr als Sterne am Himmel sehen. Die Legende von den staubtrockenen Ruinen ist eines dieser Geheimnisse. Nur Mauserfer weiß, wo diese legendäre Stätte ruht. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Hast du verstanden? Okay, bisschen doof, aber na gut. Danke, dass du mir etwas gegeben hast. Du bist so nett. Um dir meine ehrliche Dankbarkeit zu beweisen, lasse ich mir etwas sagen. Wo sind die Ruinen? Um die staubtrockenen Ruinen zu finden, musst du mit Mauserfer sprechen. Mauserfer ist ein Nachfahre der großen Räuber, die den staubtrockenen Vorposten erbaut haben. Er befindet sich irgendwo in der Stadt. Aber wo genau, wissen nur seine engsten Gefolgsleute. Ich würde sein Geheimnis verraten, aber nur dem nettesten aller netten Kerle.
suchst nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Tja, auf Wiedersehen. Okay. Das war schon mal gut. Ich kaufe noch mal ein der Trockenpilze. Und dann frage ich ihn mal, was sein Lieblingsessen ist. Vermutlich will er sein Lieblingsessen haben, damit er dann auspackt. Na gut. Wenn das Spiel so nervig sein will, dann spiele ich halt nervig. Das Spiel will so. Hi, Kollege. Bin wieder da. Ah, freigebige Menschen sind sehr nett. Du bist auch sehr nett, oder? Ja, danke schön. Boah, der schmeckt aber kacke. Ey, ich meine, danke, dass du mir das gegeben hast. Oh, ich. Offensichtlich bist du der netteste aller netten Kerle. Aber du hast mich den Gefallen noch nicht wieder zurückzahlen lassen. Ich habe auszusehen auf Ich will nichts wissen gedrückt. So nach Wissen musst du mir noch mehr geben. Weiterfragen. Ach Gott. Ach man. Ach, das war aus Versehen. Was? Wirklich nette Menschen? Zögern nicht. Ja, ich hole kurz noch anders. Kollege, ich habe hier noch einen Trockenpilz für dich. Bitteschön. Was ist dein Lieblingsessen? Einer meiner Lieblingsfrüchte beginnt mit Z und endet mit E. Sie ist gelb und sehr sauer. Sie duftet so frisch. Man findet sie nur in der Oase außerhalb der Stadt. Wenn du zur Oase gehst und eine für mich holen würdest, wäre ich bereit zu glauben, dass du ein wahrlicher Kerl bist. Denn nur die nettesten der nettesten Kerle dürfen außer Versehen. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Okay, mit Z und E jetzt ist es gelb in der Oase. Ja, die Zitrone, oder nicht? Die ist sowieso schlechter als die Limon. Von daher gebe ich sie einfach. Oh, himmlisch, eine Zitrone, das netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, ist deine Nettigkeit bewiesen. Und weil du so nett bist, werde ich dir etwas sehr Nettes erzählen. Wo ist Mustafa? Um Mustafa zu finden, geh in den Laden in der Stadt. Kauf zuerst einen Trockenpilz, gefolgt von einem Staubhammer. Du musst sie unbedingt in der richtigen Reihenfolge kaufen. Zuerst den Trockenpilz, dann den Staubhammer. Okay, ich habe vorhin zwar Trockenpilz gekauft, aber ich werde jetzt trotzdem noch mal die Reihenfolge machen, zur Sicherheit. Das ist ein geheimes Zeichen, das nur die Leute von Mustafa kennen. Kaufst du diese Dinge in der richtigen Reihenfolge, wird dich der Ladenbesitzer zu Mustafa führen. Aber kauf die Waren ja nicht in der falschen Reihenfolge ein. Suchst du nach Wissen, musst du mir noch mehr geben. Nein, es reicht erstmal. Tja, dann auf Wiedersehen. Viel Glück bei der Suche nach Mustafa, netter Kerl. Danke. Bevor ich ihn gehauen hab. Erstmal so, danke fürs Hauen. Kein Problem, Kollege. War ich gerne, immer wieder. Okay, wir haben den kleinen Sportsfreund gehört. Erstmal den Trockenpilz kaufen. Mhm. Gefolgt von einem Staubhammer. Sehr schön, danke. Wie? Was? Einen Staubhammer nach einem Trockenpilz zu kaufen? Ist ein geheimes Zeichen, das nur die Freunde von Mustafa kennen. Das heißt ja, ihr kennt Mustafa? Nein, eigentlich nicht. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die ich dir beantworten kann? Warte, du bist Mustafa? Achso, nee. Ihr möchtet Mustafa treffen? Normalerweise befindet er sich am höchsten Punkt des staubtrocknenden Vorpostens. Suche einfach den Weg nach oben, mein Freund. Was soll das denn jetzt bedeuten? Mit einem Gegner. What? Wie jetzt? Hä? Okay. Der höchste Punkt. Wie soll man zum höchsten Punkt kommen? Warte mal. Die Tür ist offen. Na gut. Ich guck mal da rein, ne? Was? Oh. Okay. So kann man das natürlich auch regeln. Einfach aufs Dach. Na gut, ist ein Brief. An die reisende Nomadimaus am Straßenrand. Warte, ich glaube, ich weiß sogar. Oh, es kann das sein, dass die Maus die ganze Zeit Mustafa war? Kann das sein? Oder bist du das? Nee, das, du bist der Ski. Hey, netter Kerl, so trifft man sich wieder. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Oh. Er zeigt sich uns. Ich bin ich bin Mustafa. Ich bin derjenige, den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Sheik. Ist das eine Zelda-Anspielung oder so? Es ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute, aber du bist mit Abstand der netteste Kerl von allen. Danke. Dein Name ist also Mario, ja? Ich hörte, dass du zu den staubtrockenen Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist. Daher werde ich das Geheimnis für dich lüften.
Die Ruinen sind von großer Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Wenn ich das ganze Gesocks nicht von ihnen fernhalte, wer soll es dann tun? Du musst mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Kann ich nicht, ich muss dem Typen es verraten. Ich überreiche dir dies. Pulsjuwel pulsiert schneller, wenn man sich den Ruinen nähert. Oh. Okay. Dieses Pulsjuwel ist der Schlüssel zu den schabtragenden Ruinen. Bring ihn in die Wüste. Kommst du in die Nähe der Ruinen, beginnt das Juwel bei deinem Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Juwel. Folge ihm, wohin es sich führt. Finde den Ort, an dem das Juwel am schnellsten blinkt und benutze es, um den Weg zu eröffnen. Verstanden, Kollege. Danke für die Hilfe. Danke für die Hilfe. So, aber den Brief können wir abgeben, oder? Ich glaube, damit ist der Typ gemeint, der da in der Wüste rumchillt bei der Palme, oder? Wenn ja, dann gehe ich jetzt mal eben hin. Und ja, gut, jetzt hätte ich auch erst, ich hätte auch theoretisch erst jetzt nachschauen können oder mich umschauen können hier in der Wüste. Ich wusste nicht, dass man das eigentlich schon längst machen kann mit Mustafa. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Kann ich zumindest das ganze Gebiet hier skippen, ohne mich schlecht zu fühlen? Oh! Okay, Mario redet gerade in Juwelen. Warte mal, hi! Moment. Wir wechseln rüber zu Paracarry. So. Jetzt müsste eigentlich Paracarry anfangen zu reden. Sind Sie nicht normal, die Maus? Mein Name ist Paracarry. Ich bin der Postbote. Ich glaube, ich habe einen Brief für Sie. Einen Moment bitte. Wie ist er auf dem Dach überhaupt gelandet? Egal. Ja. Und wieder zu wurde ein Brief pünktlich zugestellt. Ein Brief von Mustafa? Ich kenne den Namen, aber ich kann mich nicht erinnern, zu welchem Gesicht er gehört. Auf jeden Fall herzlichen Dank für die Zustellung. Erstaunlich, dass ihr mich hier draußen gefunden habt. Das Reisen in der Wüste ist sehr gefährlich. Passt gut auf euch auf. Ach ja, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Zöger nicht, nimm es ruhig. Das ist hier Trinkgeld. Nun schaut bitte. Nett. Die wollen wir sowieso sparen. Für Ende des Games irgendwann. Noch pulsiert er nicht. Oh, warte. Ding? Nein? Ja? Okay, wir kommen näher. Aber die sind noch. Waren wir nicht? Was zur Hölle? Hier waren wir nicht? Aber jetzt rastet er immer mehr aus. Wir müssen in der Nähe sein. Bitte? Ja, hier ist näher. Ding, ja. Nein, verdammt. Das bringt mich jetzt bestimmt aus dem Konzept. Aber egal, was soll's. Ja, wie viel Damage macht das jetzt? Mit unserem geupgradeten 3 auf alle. Das ist schön. Das ist sehr schön. So, und bam. Warum? Ach nö. Ich hab nicht getroffen. Ah, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich, ne? Ah, das ist einfach sehr ärgerlich. Na gut, was soll's. Pech gehabt. Boing. Ich gebe jetzt zumindest mein Geld wieder. Und du kommst einfach direkt an. Bam. Das macht auch schon 2 Schaden? Krass. Wow. Muss ich mir merken. Ja, geblockt. Endlich mal habe ich das geblockt. So. Und das sollte auch... Ja, das reicht aus. Schön. Na komm, vielleicht kriegen wir noch ein Level-Up, bevor wir zur Ruine kommen. Das wäre geil. Würde mich freuen. Aber ich will trotzdem nicht gegen euch kämpfen. Was habe ich gerade gesagt? Verdammt. Na gut. Habe ich jetzt halt Pech gehabt. Bong, 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 bam! Schön. Ich besiege direkt da hinten den Banditen. Auf den habe ich gar keinen Bock. Ach komm, das ist noch mal! Hä? Was denn jetzt? Hä? Reduziert den Schaden, den du einstecken musst. Ach, danke! Oh, 0, wenn man komplett abblockt. Oh, nice! Oh, das war die perfekte Runde. So gut war ich noch nie. Oh mein Gott. Freunde. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Habt ihr das gesehen? Meine Güte. Crazy shit. Bam. Boah, ich hab so Bock, jetzt hier noch ein Level-Up zu bekommen, ne? Das wisst ihr gar nicht. Ach, Mist. You can win them all. Was soll's.
Bam. Und kaputt. Das sah, glaube ich, perfekt aus, oder? Ja. Ja. Endlich. OP. Das sind wir jetzt. Yeah. Noch ein Gegner? Ernsthaft? Nein. Ignorieren wir den. Bring, 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 bring. Oh, hier ist es, glaube ich. Warte, aber jetzt können wir erstmal Orden ausrüsten. Richtig bei allen Gegnern, die sich auf dem Boden oder an der Decke befinden, leichten Schaden an. Leichten Schaden? Hammerwurf. Trifft einen Gegner egal wo. Erdbeben klingt nicht schlecht. Machen die anderen. Erhöht die gesamte KP, erhöht die gesamte BP. Ja, aber das wäre auch nicht schlecht, ne? Ausweich, da setzt du das Action-Kommando korrekt ein, das Schaden nochmal um 1 reduziert. Ja, ja. Schwindel lieber. Eine Attacke, die einen Gegner verwirrt und bewegungsunfähig gemacht. Machen wir das mal rein. Das könnte hilfreich sein. Maybe. Da wird immer schneller, oder? Ich glaube schon. Ne, hier wird er langsamer. Ne, dann müssen wir jetzt zurück. Oben? Ja, 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 ja. Ja, hier, okay, das ist aber auch offensichtlich, dass hier was ist, ne? Hier muss das Juwel rein. Pulsjuwel. Ja, okay, war irgendwie klar, dass hier was ist. Der Stein sah komisch aus. Boah, auf einmal ist es Nacht. Was zur Hölle? Was ist denn für ein mächtiges Juwel? Wow. Und auf einmal taucht aus dem Boden heraus eine riesige Ruine. Das müssen wir direkt dem Koopa sagen. Dem Commander. Wie hieß der? Colorado. Oh, hat es sowieso gemerkt. Und die Dorfbewohner auch. Die lachen. Boah, sieht mal cool aus mit den Kettenhunden da unten. Da oben. Ist das echt cool. Stell dir das als Spielset vor. Das wäre doch cool. Weiß auch nicht. Ich finde das sieht voll cool aus. Das ist richtig episch gemacht. Yeah. So, kurz aufheilen. Yippie. Und ab die Post. Was soll ich Colorado Bescheid sagen? Ach was, egal. Schätze für uns. Bläh. Bläh. Ich bin der große, schreckliche Tutankhamun, der unbarmherzige König der Wüste. Wer wagt es, seinen Fuß in meinen Wüstenpalast zu setzen? Sprich, dann sage ich. Verlasse diesen Ort sofort, sonst wird dein Unheil dich verfallen. I don't care. Ist mir so egal, Kollege. Ein Unfall. Ja. Kukumbari, hilf mir. Was sind das für Kreaturen? Mist. Neue Pokies. Aber was denn für welche? Das ist eine Pokémumie. Dabei handelt es sich um ausgetrocknete Pokies, die jetzt in den Ruinen leben. 4 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Vorsicht, sie haben Stacheln auf ihren Köpfen. Glaub mir, ist zu weh. So, durch die Mumifizierung. Was? Durch die Mumifizierung sind sie auch giftig geworden. Wenn du vergiftet wirst, fallen deine KP für einige Runden. Ich würde vorschlagen, sie zu besiegen, bevor sie uns vergiften. Ja, okay. Da hast du natürlich einen Punkt. Aber ich wechsle dich aus mit Koopa, denn Koopa macht den Damage hier. Okay. Nein, wir sind vergiftet! 3 Runden lang fallen meine KP um 1. Okay, verstehe. Nee. Oder? Nee. Nee, komm, reicht. Das reicht schon. Bam! Sehr schön. Ja, direkt den Hammer einsetzen, würde ich sagen. Oh, Erdbeben habe ich nicht eingesetzt. Würde ich es einsetzen? Nee. Jetzt nicht. Jetzt habe ich es verschwendet. Aber schaut euch diesen Gameboy Mario an. Schon eine coole Color Palette irgendwie. Ach, Mist. Ach, Mist. Ja, und nochmal Gift. Und nochmal Gift. Und noch ein Like. Perfekt. Bam, 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 bams. Ich muss zugeben, jetzt machen die Kämpfe auch wieder Spaß. Jetzt, wo ich endlich wieder meine ganzen Level-Ups und alles wieder zurück habe. Jetzt macht mich das Spiel wieder glücklich. Das ist unfassbar. Ah, meine Vergiftung ist jetzt weg. Das ist ja nett. Aber da ist noch einer. Nein.
Ei, da war noch was, was ich einsammeln wollte. Okay, nein, jetzt benutzen wir mal den Erdbeben. Bam! Okay, es macht auf alle Gegner 2 Schaden, wenn ich es perfekt treffe. Das ist gut. Das würde ich erstmal drin lassen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh, bitte vergib mich jetzt nicht. Das macht uns 3 Damage. Na, toll. Aber es hat nur 2 Damage gemacht jetzt. Immerhin etwas. Bong, bong, bong. Bam! Ich lasse tatsächlich genau immer dann los, wenn ich predikte, dass er jetzt död macht. Am 4. Punkt. Für die, die es interessiert. So, schon einsammeln. Was ist das denn? Hä? Stachelschildorden. Kein Schaden bei Sprung auf stachelige Gegner. Ey. Das klingt sehr useless, wenn ich ehrlich bin mit euch. Das klingt mir nicht nach etwas, was sich lohnen würde zu benutzen. Hm. Ich weiß auch nicht, du. Okay. Ein Schlüssel. Ruinenschlüssel. Öffnet ein verschlossenes Tor in den staubtrockenen Ruinen. Ja, da oben. Dann gehen wir gleich wieder zurück. Das heißt, es kommt sowas Indiana Jones-mäßiges. Ich sag mal wieder zu. Und wieder auf. Und wieder zu. Wir müssen was auflegen, damit es nicht zugeht. Nee. Einfach, du kannst auch weiter. Okay. Na gut. Ein großer pinker Schalter. Den drücken wir mal. I wonder what it does. Oh. Oh, das Sand. Der ganze Sand fließt nach unten. Jetzt ist unten der Ausgang versperrt. Da sollten wir also eigentlich nicht runter, ne? Müssen aufpassen. Whoops! Whoops! Aber kann er gar nicht runter. Ich wollte jetzt eigentlich extra runterspringen, aber es geht nicht. Ich wollte aus Versehen runterspringen. Aber es geht nicht. Warum geht es nicht? Okay. Narr! Du hast meine Warnung ignoriert! Du Narr! Von meinen Legionen wirst du fallen und zu einer Mumie des ewigen Sands werden! Das glaubst auch nur du. Komische Stimme aus dem Ost. Noch ein Schlüssel. Paracarry kann mich aber nicht rübertragen, ne? Selbst wenn ich ihn upgrade. Falls upgraden überhaupt auf der Welt irgendwas bringt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, selbst dann würde das nichts bringen. Aber das hier würde er schaffen. Warte. Den haben wir noch nicht bekämpft. Und ich bloß mal direkt den Hammer. Bam! Wieder guckt. Hilfe! Oh, was? Wie bitte? Das ist ein Käfer, ein Beetle. Beetles sind zwar niedlich, aber fies. 3 KP, 2 Angriff, 2 Verteidigung. Feuerattacken sind gegen diese Dickköpfe nicht sehr wirkungsvoll. Aber wenn du sie auf den Rücken legst, fällt ihre Verteidigung auf 0. Kipp sie um, Mario! Ich hörte, früher waren sie überall zu finden, aber jetzt kommen sie nur noch an dunklen Orten vor. Macht Sinn. Also du meinst, auf die draufspringen bringt was? Ja. Wie die Koopa Bros. Boah, die gehen aber jetzt wieder runter? Hm? Achso, das ist deren Attackenzeit dann. Statt einer zu greifen, machen die das. Na gut. Na komm. Bam! Jetzt kämpfe ich halt mit Goombario, was soll's. Der ist hier sowieso besser gegen die. Deshalb. Vielleicht mal so schlecht, dass ich jetzt mit ihm kämpfe. So, Goombario, den kriegst du auch noch down, oder? Komm, Kleiner, du wirst so gut werden wie Mario im Springen, oder? Zeig, was du drauf hast! Yeah! Yeah! Hast du ganz toll gemacht. Spitze! Und dann sieht der. Ja, ich muss sagen, jetzt wo wir endlich aus der Wüste raus sind, macht das Spiel wieder richtig Bock. So, und ich glaube, Paracarry kann uns nicht nur hier rüberbringen, sondern Bombette kann dann da rechts noch die Wand aufsprengen. Das ist echt cool gemacht. Dass man hier so cyclen muss zwischen den ganzen Partnern. Kannst du dich noch erinnern? Bam! I like it. Oh, das muss man sogar machen. Schaut mal. Warte mal, verdammt, war ich unten in dem Raum überhaupt schon? Ah doch, da waren wir schon. Das ist der Raum. Ja gut. Okay. Na gut. Aber ganz unten waren wir noch nicht. Huh. Der war geschenkt. Danke. Nehme ich mit. Warum? Wer hätte es nicht getan? Zack. Den holen wir uns direkt. Ah gut, es kann sein, dass es unten weitergeht. Dann ist es ja gar nicht so schlimm, dass wir jetzt das hier schon mal gemacht haben. Weil ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wo der Schlüssel hinkommt.
Müsste, sollte, könnte. Da unten. Verstehe. Und was macht das hier dann? Oh. Oh. Das ist ein Triforce. Oder irgendwas, irgendein grünes Dreieck, aber na gut, ohne starken Hammer kommen wir da nicht durch. Oder generell irgendwas, was das kaputt hauen kann. Ich weiß nicht, ob man seinen Hammer upgraden kann oder so. Oh. Was geht denn jetzt hier ab? Hey! Hallo? Nein? Hey! Hallo? Nein? Hey! Hallo? Auch nein? Die wollen alle nicht reden. Ist alle nicht gesprächig. Oh, ich habe nichts gesagt. Ihr könnt wieder schlafen gehen. Gute Nacht. Nein, oder? Ich muss jetzt alle killen? Oh Gott, ich muss jetzt alle killen, glaube ich. Oder wartet mal. Kann ich hier irgendwas machen? Bam! Das verändert die Treppen. Ja, schön und gut, aber die Dinger kann ich nicht kaputt machen, Mann. Nein, wir müssen kämpfen. Okay. Verstanden, Spiel. Was zum... Was ist das denn für ein Vogel? Die Fledermaus da. Ein Swooper. Kein Flatter, ein Swooper. Ja, ein Swooper. Und damit meine ich nicht das Ding, womit du dann die Staubfäden in deinem Zimmer wegräumen kannst. Das ist nämlich eine Geister-Fledermaus, ja. Und Swooper haben ihren Namen, weil sie schwupp plötzlich aus den Schatten auftauchen. Klug, ne? 4 KP, 2 Angriff, keine Verteidigung. Sie sind nicht einmal mit einem Sprung zu erreichen, wenn sie an der Decke hängen. Aber eine Erschütterung wird sie auf jeden Fall runterschütteln. Auch Paracarry kann sie mit einer seiner Attacken von der Decke pflücken. Sobald sie losgelassen haben, kannst du sie regular angreifen. Oh, gut, dass wir jetzt ein Erdbeben haben. Der wird uns hier helfen. Okay. Ah, oh, okay, ich wusste nicht, was er macht. Machen wir direkt mal, oder? Da, und Deckengegner. Sehr gut. Bum, bum. Bam! Sehr schön. Da plumpst er runter. Und wie er plumpst in den Tod. Bam! Watch out, watch out, watch out. Okay. Oh, ich hab's drauf. Ich hab's drauf jetzt. Ich hab's heute drauf, Freunde. Heute nicht, Kollege. Hehe. Ja, der wird mich jetzt nochmal angreifen. Aber ich wechsle schon mal drüber zu Cooper. Ist ja wirklich klug, dass ich Cooper hier gelevelt habe. Das hat sich wirklich gelohnt. Ich verschwende jetzt tatsächlich meine Runde. Für Erfrischung. Ich finde, das ist ja klüger und logischer, das hier zu machen. Dann kann Cooper den Typen eben erledigen. Zur Hälfte aufladen ist ja schon genug für 2 Schaden. Von daher. So, reicht schon. Bam. Ich muss jetzt wirklich alle 3 besiegen, oder? Na gut. Dann beeilen wir uns. Die geben nicht mal irgendwas. Ernsthaft? Bam. Okay, okay, okay. Erdbeben! Uno, dos, tres, cuatro! Nice. Reicht schon. Bam. Ja, das ist jetzt doof, der Flatter. Ich weiß dann Pattern nicht. Oh, wir kriegen Hilfe. Danke. Okay, reduziert den Schaden. Haha! Gar kein Schaden für Mario. Yippie! Ja! Jetzt aber lohnt sich wirklich, kann ich euch empfehlen. Den sollte man auf jeden Fall kaufen. Ich glaube, nächstes Mal, wenn ich da bin, werde ich wahrscheinlich den 50 Münzen Zauber holen. Der wird sich wahrscheinlich wirklich lohnen. Bin da wirklich positiv überrascht, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ja. Was machen wir jetzt hier? Ich weiß, was wir machen. Das haben wir auf, dann ist der dead. Bam. Und den anderen greife ich mit einem Hammer an, einem normalen Hammer. Muss ich hier nichts aufbrauchen oder verschwenden oder so. Muss ich halt einen Angriff abblocken und hoffen. Aber krieg ich da hin. Ha! Der Skill ist heute auf meiner Seite. Zumindest gewesen. Wir hören jetzt hier gleich auf. Aber das nehme ich trotzdem mit. Der Sound klingt so ein bisschen Zelda-like. Ein Key.
Einen Kiel. Ja, erstmal Mario zu Ende drehen lassen. Der hat ja seinen Spaß. Hallo? Bisschen Ballerina tanzen? Lass ihn doch. So. Und. Okay, Bombenwand. Das ist ein Gegner. Das ist ein Room. Arang. Aber lass mich erstmal hier lang. Ich muss erstmal hier oben gucken. Nein, stopp. Komm. Ach. Danke. Reicht. Dankeschön. Große Hilfe. Ich mag diese Kettenhunde an der Wand. Oh, warte. Geh da nicht rein. Ups. Flieh, solange du noch kannst. Gehst du weiter. Wird dich ein schrecklicher Fluch befallen. Von wegen. Ein schrecklicher Fluch? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Was denn für bitte für ein Fluch? Also ich bitte dich. Mach dir nicht ins Hemd. Oben auch? Hätten ja gleichzeitig eigentlich drehen können, aber na gut. Spiel muss wissen. Na komm. Ganz schön nach oben. Das bringt mich nach links, ne? Boah, dass ich das immer wieder sehen muss. Und das ist auch so langsam und lang gestretcht ist. Ein Stück Kaugummi, das du 20 Minuten in deinem Mund hast. Junge, es reicht langsam. Ich habe das Gefühl, ich weiß, was uns hier gleich erwarten wird. Oh, warte, war das richtig? Oder war das richtig? Bin mir gerade nicht sicher. Obwohl, doch. Doch, es war richtig. Es war richtig. Und Freunde, was sich hier in dieser geheimnisvollen Küste befindet, sehen wir beim nächsten Mal. Ja, ich spanne euch jetzt auf die Folter. Pech gehabt. So gucke ich, wenn ihr kein Like da lässt.